Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Die Digital ist da, meine Lieblingsbox. Und ja, sie ist nicht besonders groß diesmal, aber vielleicht sind ja dann wieder tolle Sachen drin, weil immer wenn sie etwas kleiner sind, sind tolle Sachen drin. Mr. Cutter ist wieder am Start. So. Diesmal bin ich gespannt. Bei der Get Digital bin ich immer gespannt. So, ihr seht wieder das schöne Logo und ich gucke mal rein. Besser gesagt, ich gucke noch nicht rein, ich hole mal was raus. So, was haben wir hier? Wir haben Metalfix. Heavy Cast Metal, The Flash. Ah, oh, okay. The Flash, als kleine Figur. Finde ich süß, finde ich niedlich. Packe ich nicht aus, ist aber sieht gut. Also im Detail ist die echt der Knaller. Okay, super, sehr schön. So, wollte ich aber noch, ich greife immer noch mal rein, so, dann hol ich was raus. So, was haben wir hier? Also ich muss sagen, ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll, von so mickrigen kleinen Figuren. Ich meine, die hier ist ja irgendwo noch okay. Das ist so Handgröße, das geht, das ist okay. Aber das hier, ich weiß immer nicht, was das soll. Halo ist extrem cool. Davon mal so eine große Figur zu bekommen, das wäre extrem cool. So eine kleine, Ja, naja. Gut, was haben wir noch? Wir haben... Dilemma Games Gutenberg. Ach, das ist wieder so ein Geduldsspiel, der Scheiße. Ja. Damit beschäftigen wir uns dann ein andermal. Ich hasse ja Geduldsspiele. Gerade, naja. Giochi Intelligenzspiel. Ja! Na klar. Weiter geht's. Was haben wir noch? Wir haben, Mummy, say etwas Süßes, okay. Eine Kuh. Ja. Eine Kuh. Probieren wir die Kuh mal, die alle Kuh, die. So. Sieht ja, oh, sieht schokoladig lecker aus. Wow. Ist okay, kann man essen. Aber... Der Kern ist, boah, gewöhnungsbedürftig. Super. Oh, wir haben sogar zwei davon drin. Gut. So. Cheer Post Mines haben wir. Eine Münze von Game of Thrones. Ach du Scheiße, das ist die, ja, The Reach. Gas. Ja, das ist diese Münze, für die man sich eigentlich was wünschen kann oder die einen überall hinbringt. Oder wie das auch immer war, ich weiß das auch nicht mehr. Cool. Ja, mal sehen. So, was haben wir noch? Wir haben ein Pass. United Federation of Planets. Nein, das ist kein Pass, das ist bestimmt ein Notizbuch oder sowas. Das ist von Star Trek. Und zwar, ja, ist so für Kreditkarten und so, ist ein Aufbewahrungsding. Ja, kann man mal machen. Ist okay, ist jetzt, naja, kein extremes Highlight. Was, ach du Schnodder, was ist das denn? Lesko Ox. Dominik Erhard und Michael Lesko, was ist das denn? Ein Brettspiel. Im Jahr 1940 entdecken vier Teenager in Lexus ein... In Südwesten Frankreichs ein Höhlenkomplex. Dieser ist wegen seiner Höhlenmalerei weltberühmt. Ist ja auch egal. Gut. Ein Brettspiel. Ja, ich meine, hat ja die Get Digital öfter drin. Brettspiele sind ja auch was Feines, wenn man denn die Zeit dazu hat. So, was haben wir noch? Wir haben ein Poster. Ja, ich bin zwar aus dem Posterleben rausgewachsen, aber, oh, das sieht gar nicht mal so hässlich aus. Ready or not? Auf die Plätze, fertig, los. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist demnächst nur im Kino, ein Film. Auf die Plätze, fertig, los. Sieht aus wie auf die Plätze, fertig, los. Wir morden mal rum. Ja, ist ein interessantes Poster. Ist bestimmt auch ein interessanter Film. Ja,
animiert dazu, mal reinzugehen, sich den anzugucken, weil es sieht echt cool aus. Die haben alle irgendwie eine Waffe in der Hand und alle wollen so irgendwie aufeinander losgehen. Finde ich cool. Entschuldigung, finde ich cool. So, was haben wir noch? Wir haben ein, ach du Scheiße, so ein 3D-Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht oder sowas in der Kamera, aber auf jeden Fall bewegt sich. Delix. Also Dr. Wu weiß ich, was das ist, aber das andere kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen. Na, mal sehen. So, was gibt's noch? Wir haben... Es ist eine Menge drin heute. Oh, ein Blechschild. Ein Blechschild. TARDIS Parking Only. Also hier darf nur die TARDIS parken, aber hier aus Zurück in die Zukunft, die Zeitmaschine darf da nicht parken. Die anderen beiden helfen mir auf die Sprünge, keine Ahnung. Aber die TARDIS, die darf hier parken. Cooles Blechschild. Echt? Ich stehe auf Blechschilder. Ich glaube, meine Frau steht noch mehr auf Blechschilder. Meine Frau ist ein Blechschild. Nein, wir haben noch hier ein Get Digital Lootbox. Das ist das Heft dazu. Das gucken wir jetzt natürlich nicht an. Was bleibt? Was bleibt? Ein T-Shirt. Oh, jetzt muss ich Platz schaffen. So, und das Böckste machen wir mal dahin. Dann mal da hochräumen. Und die Sächelchen, die können wir mal ein bisschen an die Seite schieben. So. Kommen wir zum T-Shirt. Es sieht schon wieder geil aus. Die Get Digital T-Shirts sind ja immer irgendwo der Brüller. Ja. Okay. Ich sehe hier den bösen Wolf. Ich sehe hier von Guardians of the Galaxy. Wie heißt der Baum? Groot. Genau. Groot ist gut. Und der eine sagt, hey, zu einer Pflanze. Und der andere ist irgendwie so eine Art Super Mario in einem Katzenkostüm. Ja. Geil. Super geil. So. Ja, haben wir das auch. So. Gutes T-Shirt. Ich finde das ja auch immer so geil. Get Digital mischt diese T-Shirts auch immer. Und hat immer coole Texte dazu. So, wir haben also das T-Shirt, wir haben dieses 3D-Bild, wir haben das Blechschild, wir haben ein Brettspiel, wir haben die Muku-Süßigkeit, die ich gerade gegessen habe. Boah. Wir haben diese Figur, diese Halo-Figur. Aber wie gesagt, ich kann immer mit so mickrigen kleinen Figuren nichts anfangen. Das bringt mir immer nicht so viel. Wir haben die Mütze von... die Mütze, klar, die Mütze! Nein, wir haben die Münze von Game of Thrones. Wir haben ein doch sehr geil, wie ich finde, Flash. Wir haben ein Geduldsspiel, ein Intelligenzspiel und ein Superspiel. Mhm. So, dann haben wir hier von Star Trek diese Passporthülle für weiß ich was. Wir haben das geile Heftchen. Und wir haben ein Poster von einem Film, der mich jetzt schon irgendwie reizt. Ja, das wären so die ganzen Sachen. Und jetzt sagt mir mal gegen die anderen Boxen, die ich euch sonst immer so zeige. Welches ist die beste Box? Noch Fragen? Also, bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gut. Ciao, ciao.